Zur heutigen Pressekonferenz herzlich begrüßen, ungewöhnlicherweise deshalb, weil normalerweise hier der Pressesprecher sitzt. Aber ich habe mir gedacht, jetzt sitzen schon 6 Personen vorne, den 7. brauchen wir nicht mehr. Deshalb mache ich das jetzt erstmal selber und stelle vor, zu meiner Linken, den bayerischen Staatsministern des Inneren, auch zuständig, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, für Sport. Im Nebenjob auch noch Präsident des Wirtschaftsrats des HC Erlangen. Herzlichen Dank, dass du da bist, lieber Joachim. Und zu meiner Rechten, der Oberbürgermeisterstadt Erlangen, Dr. Florian Janik. Gilt Gleiches für dich, Flo, der Oberbürgermeister des Ortes ist, in dem der HC Erlangen entstanden ist. Zu seiner Rechten der Bürgermeister, zuständig für Sport der Stadt Nürnberg, Herr Xell, und Herr Kroder, Landrat des Nürnberger Landes und zugleich Vorsitzender der Metropolregion Nürnberg. Rechts außen von mir aus mein Kollege aus dem Aussichtsrat des HC Erlangen, Marc Sontowski, der wie ich jetzt bald 7 Jahre in dem Amt ist und der bei uns seit dem ersten Tag zuständig ist für Kommunikation, für Außendarstellung und damit auch für Marken. Auch wenn es zunächst nicht zu dem Thema dieser Pressekonferenz passt, so habe ich sie alle einmal zusammen und will sagen, nachdem ich ja eher für Wutreden als für Schmeicheleinheiten bekannt bin, will sagen, dass ich mich sehr wohlfühle in diesem Kreis. Deshalb, weil man einfach noch mal festhalten muss, dass ohne den Staatsminister Joachim Herrmann wir hier alle nicht sitzen würden, denn er hat vor 7 Jahren das alles angestoßen und zwar mit Vehemenz und Konsequenz. Er ist mir in den Hintern getreten, mich darum zu kümmern und hat das immer begleitet und mit großem Wohlwollen. In Bayern gäbe es keinen Erstligisten ohne ihn. Ich muss weiterhin sagen, dass der Oberbürgermeister der Stadt Erlangen uns ein sehr, sehr gutes Gefühl gibt, dass wir in Erlangen willkommen sind. Gerade in den letzten Monaten stelle ich immer mehr fest, dass die Unterstützung der Stadt Erlangen zugenommen hat, die Stadt Erlangen gemerkt hat, was sie für ein Juwel in der Hand hat und wir einfach im Umgang miteinander ein deutlich besseres Verhältnis haben, als es zu anderen Zeiten noch war. Gleiches muss ich zu Herrn Xell sagen. Ich selber habe nicht so viel mit ihm zu tun, aber die Geschäftsführung berichtet mir immer davon, dass wir sehr unsere Wünsche, so wie wir in Nürnberg uns präsentieren wollen, unproblematisch und vor allen Dingen ohne bürokratischen Aufwand sehr schnell erfüllt würden. Wir fühlen uns auch in Nürnberg sehr wohl, auch dank Herrn Xell. Das meine Vorbemerkungen zu Ihnen, kann ich nur so weit sagen, Herr Krauder, als dass Sie zumindest die Region vertreten, neben der Metropolregion, in der einer unserer Hauptsponsoren sitzt, nämlich das Nürnberger Land, die Firma Fackelmann. Und schon allein dafür müssen wir Ihnen dankbar sein, dass Sie diesen Landstrich repräsentieren. Vorab darf ich Ihnen eines sagen, und ich muss Sie auch zugleich enttäuschen. Wir werden künftig weder die Fackelmänner heißen, noch die Heindels und auch, Joachim, wenn du es wahrscheinlich nicht für möglich hältst, nicht die Bissels. Wir haben uns dennoch in den letzten Monaten und Jahren intensiv, das werden Sie nach außen gar nicht so mitbekommen haben, mit den Forderungen auseinandersetzen müssen, unsere Marken zu überdenken. Wenn ich von Marken spreche, spreche ich nicht von der italienischen Provinz, auf der es Golfplätze geben soll, sondern ich spreche von der Wortmarke und der Wortbildmarke, nämlich dem HC Erlangen, Wortbildmarke, unserem Logo. Sie müssen dabei vielleicht, wenn man den Bestand in diesen Tagen mal überlegt, feststellen, dass wir so erfolgreich sind, wie wir noch nie waren sportlich. Unsere erste Mannschaft spielt, höher geht es nicht, in der ersten Liga, wenn man mal den Europapokal außer Acht lässt. Unsere zweite Mannschaft spielt in der dritten Liga, höher geht es nicht. Und was Sie vielleicht nicht wissen, jede unserer Jugendmannschaften spielt in der höchsten Liga. Das steht seit einigen Tagen und Wochen fest. Die A-Jugend in der Jugendbundesliga und alle anderen Mannschaften in der höchsten Liga. Und lustigerweise ist im weiblichen Bereich Gleiches zu beobachten. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass das nicht nur Erlanger Kinder sind, sondern Kinder aus der ganzen Region, die Eltern immer wieder hierher fahren, weil sie merken, dass wir junge Leute auch fördern, dass wir jungen Leuten eine Chance geben, irgendwann mal in der dritten Liga oder in der Bundesliga zu spielen. Und wenn man das betrachtet, sieht man schon sehr schnell, dass es nicht nur Erlanger, sondern Kinder aus der ganzen Metropolregion sind, die auch im Nachwuchsbereich das Fundament des HC Erlangen bilden.
Aber wir haben auch die Zuschauer angesehen und festgestellt, wenn man einer mittleren Zuschauerzahl von 5.000 ausgeht, Sie wissen, wir sind in der Zuschauerrangliste von 0 als Bundesliga-Aufsteiger auf Rang 7 in Nürnberg gekommen, mit fast 5.000 im Schnitt, aus dem Stand, kann man fast sagen. Dass bei den Zuschauern es etwa so ist, dass ein gutes Drittel aus Erlangen kommt, ein gutes Drittel aus Nürnberg und Fürth und der Rest aus der ganzen Metropolregion. Wenn man die Sponsoren sieht, so stellt man sehr schnell fest, dass wir ohne die Erlanger Sponsoren nicht leben können. Natürlich auch diejenigen, die fest mit der Stadt verbunden sind. Wir können aber auch nicht ohne die Sponsoren leben, die aus Nürnberg und aus der Metropolregion kommen. Diejenigen waren es auch, die gesagt haben, ich kenne Erlangen nicht, ich habe mit Erlangen nichts zu tun, ich bin immer nur in der Arena Nürnberg und ich will auch Nürnberg, die Metropolregion, repräsentiert haben. Die haben es zum Teil auch soft als Voraussetzung für die dauerhafte Unterstützung des HC Erlangen gemacht. Sodass wir schon in einem schwierigen Dilemma waren. Wir haben uns mit vielen auseinandergesetzt, mit den Fanclubs, die im Übrigen lustigerweise, unsere Supporter-Crew, ihre Keimzellen nicht etwa in Erlangen haben, sondern in Heilsbronn, bei Ansbach, in Uttenreuth und in Herzogenaurach. Klassisches Beispiel für die Metropolregion. Aber natürlich auch bei allen anderen außenrum. Auch unser Gremium beim HC Erlangen ist nur zu weniger als der Hälfte aus Erlangen bestückt. Alle anderen Kollegen kommen aus Nürnberg und der Metropolregion. Und nachdem die Forderungen lauter wurden und wir immer mehr uns damit auseinandersetzen mussten, dass der eine gesagt hat, ich will dieses und der andere sagte, ich will jenes und wir auf keinen verzichten konnten, auf der anderen Seite aber auch aufgrund der Statuten A, Sponsoren nicht in den Namen nehmen können, B, das auch nicht wollten, weil wir uns der Beliebigkeit nicht aussetzen wollten, blieb uns, so sagte ich, nichts anderes übrig, als uns konkret damit zu beschäftigen. Und wir haben vor einigen Wochen in einer Sitzung sämtliche Sponsoren von Bedeutung eingeladen. Wir haben uns alle am Abend an einen Tisch gesetzt, so wie wir halt nur sind, basisdemokratisch, Joachim, und haben versucht, in aller Demokratie die Sponsoren zu befragen, auf was sie sich denn einigen könnten. Und dabei waren sowohl uralte Erlanger Sponsoren wie Gumpmann und Dimacek und wer sie alle kennt, auch die Firma Kempe, genauso vertreten wie neue Sponsoren aus dem Umkreis und natürlich auch die großen Sponsoren, ob es Hofmann, Fackelmann, Heindl und so weiter sind. Sogar der Vorstand der Sparkasse Erlangen war dabei. Und bei dieser Sitzung hat man sich letztlich darauf geeinigt, dass man gesagt hat, die Marke HC Erlangen, und das wird sich jetzt vielleicht etwas enttäuschen, ist zu wertvoll, als auf Dauer mit dieser Marke zu spielen. Und deswegen haben wir gesagt, wir trennen das Thema der Wortmarke mit der Bildmarke. Wir haben gesagt, wir wollen auf der einen Seite Franken, was eine Überlegung war, oder Erlangen-Nürnberg, was angelehnt an die Universität auch eine Überlegung war, oder HC Franken zwar diskutieren, aber es gab letztlich dafür keine Mehrheit. Alle haben sich letztlich dafür ausgesprochen, die Wortmarke HC Erlangen zu belassen, auch wenn wir vertraglich auf Dauer oder jedenfalls relativ lange in Nürnberg und der Arena gebunden sind. Alle haben gesagt, es ist abgekoppelt von der Stadt eine wertvolle Marke geworden seit dem Jahr 2001. Und wenn ich das erwähne, so sage ich nicht nur wir, sondern auch zwei Unternehmen, die mit Marken befasst sind, professionell, haben sich darum gekümmert und uns eigentlich Gleiches geraten. Und jetzt, eines davon sitzt hier repräsentiert durch Alfons Loos von den HL-Studios, die uns nicht nur hier, das habe ich vergessen, dankenswerterweise die Räume zur Verfügung stellen, unser Gastgeber sind, sondern eben auch seit 7 Jahren in der Kommunikation, übrigens, das zum HC Erlangen, ohne je einen Euro bekommen zu haben, in der Außendarstellung begleiten. Wir sind ein besonderer Verein, wir können uns diese Dinge nicht einkaufen, dazu fehlt uns das Geld. Wir sind so froh, dass wir Leute wie dich haben, Alfons. Diese Bemerkung wollte ich am Anfang sagen, hatte ich vergessen, jetzt hole ich sie nach. Haben uns empfohlen, diese Marke nicht zu verändern. Ich habe mit Flo Jannik und Joachim Herrmann auch darüber gesprochen und wir haben auch gesagt, wir müssen auf der anderen Seite aber deutlich machen, dass wir der HC Erlangen in der Metropolregion Nürnberg sind. Das müssen wir deutlich machen. Wir müssen einen Weg finden, um all diejenigen mitzunehmen, die sich in Erlangen nicht wiederfinden.
bei der Marke, bei dem Begriff schon, aber nicht in der Stadt. Wir müssen all diejenigen mitnehmen, bei den Fans, bei den Sponsoren, in den Gremien, bei den Kindern, im Verein. Und deswegen haben wir uns letztlich entschieden, die Wortbildmarke zu ändern und dadurch deutlich zu machen, dass wir nicht mehr in Erlangen alleine vertreten sind, sondern uns als erster Verein hier in der Region, das muss man einfach sehen, anders wie Nürnberg oder Fürther Vereine, als Verein der Metropolregion sehen. Und diese Gedanken und die Fortsetzung dieses Beschlusses, den ich Ihnen gerade genannt habe, A, im großen Gremium, später im Aufsichtsrat, der übrigens einstimmig gefallen ist, in einem Aufsichtsrat, in dem die Gegner des Namens HC Erlangen saßen. Man kann sich vorstellen, wer es war. Diejenigen, die gesagt haben, nennt es Erlangen Nürnberg oder gleich HCE Nürnberg. Da haben wir dann den Kollegen Marc Sontowski, den ich gleich bitte, uns das kurz vorzutragen, gebeten, diese Marke, diese Wortbildmarke entsprechend weiterzuentwickeln. Vielleicht noch einen letzten Satz, den ich vergessen habe. Diese Idee haben ja nicht nur wir. Diese Idee haben in der Bundesliga im Handball unendlich viele Vereine gehabt. Und wenn Sie sich überlegen, aus Burgdorf ist Hannover geworden, aus Dudenhofen ist Wetzlar geworden, aus Dankersen ist, Herr Ries, Sie wissen es, ist Minden geworden, aus Handewitt ist Flensburg geworden. Ich könnte es immer wieder so weiter sagen, aus Stuttgart ganz aktuell ist, aus Bittenfeld ganz aktuell ist Stuttgart geworden und aus den Gronau-Östringen sind die Rhein-Neckar-Löwen geworden und mehr fällt mir gerade nicht ein. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen Sie wissen, wir sind als Stadt Erlangen ja nicht irgendwer. Wir sind nicht Dudenhofen, ohne es geringschätzen zu wollen, und wir sind auch nicht Burgdorf. Wir haben 115.000 Einwohner und wir sind die neuntgrößte Stadt in der Bundesliga. Es gibt mehr Städte in der Bundesliga, die kleiner als Erlangen sind, als die, die größer sind. Wenn Sie Göppingen, wenn Sie Flensburg, wenn Sie Minden, wenn Sie Wetzlar, wenn Sie Gummersbach, wenn Sie all die Vereine sehen, Sie haben alle unter 100.000 Einwohner. Also wir sind ja kein Dorf, sondern wir sind Erlangen. Das ist die Ausgangsposition, aus der heraus wir unseren Kollegen Marc Sontowski zusammen mit den HL-Studios dann gebeten haben, diese Gedanken weiterzuführen. Und ja, er wird mich jetzt, so hoffe ich, lieber Marc, ergänzen. Ja. Ja, vielen Dank, Carsten. Man muss, bevor man sich vielleicht mit dem Logo beschäftigt, sich auch noch mal ein bisschen mit der Geschichte des Handballs in Erlangen beschäftigen. Denn Handball hat ja in Erlangen eine wahnsinnig lange Tradition. Und wenn man sich das aktuelle Logo anschaut, dann sieht man eben auch unten im Logo abgetragen, zu meiner Rechten, zu Ihrer Linken, dass die Gründervereine des HC Erlangen im Logo mit aufgeführt sind. Wenn man jetzt in der Geschichte etwas zurückschaut, dann muss man sich zwei Daten merken. Wir haben das Jahr 1983. Da wurden aus TV 1848 und TB 1888 die HG Erlangen. Die HG Erlangen wurde damals ins Leben gerufen, um der übermächtigen CSG Erlangen die Stirn zu bieten. Und im Jahre 2001, schon ein bisschen vorher, aber im Jahre 2001 spätestens, hat man festgestellt, dass es in Erlangen nicht möglich ist, zwei Handball, damals ja auch zum Teil Bundesligisten, zweite Bundesliga, in einer Stadt zu haben, und hat sich dann entschlossen zu fusionieren. So ist ja überhaupt der HC Erlangen, der heutige HC Erlangen, entstanden im Jahre 2001 durch die Fusion. Die Verantwortlichen damals haben sich dann ja ein Logo ausgedacht und haben folgende Intention dabei gehabt. Man muss sich ja überlegen, dass die Intention ja war, die Mitglieder auf der einen Seite und die Gründervereine zu identifizieren, oder die Identifikation mit dem neuen Logo waren Gründervereine und die Mitglieder im Fokus. Das ist ja die Entstehung dieses Logos gewesen. Jetzt, 16 Jahre später, ist es so, dass der HC Erlangen ja eine wirklich rasante Entwicklung genommen hat, dass wir professioneller geworden sind. Wie der Carsten Bissel auch schon gesagt hat, ja, unsere Heimspiele in der Arena in Nürnberg austragen vor über 90.000 Zuschauern im Jahr. Und unser Engagement und unsere ganzen Bemühungen gelten ja nicht mehr den Mitgliedern oder Gründervereinen, sondern wir sind dem Publikumssport verschrieben. Wir wollen Zuschauer in die Arena bekommen, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen professionell sein. Und nun, nachdem die Identifikation ja nicht wie früher mit den Gründervereinen und den Mitgliedern ist, sondern eben die Identifikation ist mit den Zuschauern, mit dem Publikum, mit der Metropolregion Nürnberg. Das hat sich ja immer mehr herausgestellt, und wir haben mit den Gründervereinen gesprochen, und die sehen sich mittlerweile eben auch als Teil des HC,
Also das heißt, die müssen nicht mehr gesondert hier unten im Logo aufgeführt werden, sondern sie sind einfach Teil des HC Erlangens. Und somit konnten wir im Einvernehmen hier entscheiden, die Metropolregion Nürnberg, also unser Publikum, für wen wir eben spielen, mit in unser neues Logo. Da müssen wir vielleicht mal ganz kurz, genau, Sie sehen es ja schon hier hinter uns, haben wir uns dann entschieden, die Metropolregion Nürnberg in unser Logo mit aufzunehmen, und zwar nicht als Absender, sondern eben als Adressat. Und wie der Carsten ein bisschen auch schon gesagt hat, wurde ich vor einigen Monaten gebeten, eben zusammen mit dem Alfons Loos von den NHL-Studios, dieses Logo zu entwickeln. Jetzt könnte man sagen, naja, ist ja nicht wirklich spektakulär, ist es auf den ersten Blick auch nicht, aber wenn man sich mal das ganze Thema genauer anschaut, dann ist es eben doch ziemlich gute Sache, denn wir haben uns in Handball-Bundesliga umgeschaut, haben geguckt, was haben denn andere Vereine für Logos oder was haben die sich für Gedanken gemacht bei ihren Logos, und mussten eben feststellen, dass wir als HC Erlangen der einzige Verein in der gesamten Handball-Bundesliga sind, der seine Passion in der Mitte hat, der den Handball im Zentrum hat. Wir sind der einzige Handballclub der gesamten Handball-Bundesliga. Das waren wir schon, sind wir jetzt auch geblieben. Aber das ist schon eine Einzigartigkeit, denn wir sind keine Turngemeinschaft, kein Turnverein oder keine Sportgemeinschaft und auch kein Sportclub, sondern wir sind der HC, wir sind der Handballclub Erlangen. Und das ist eben eine Einzigartigkeit, wo wir gesagt haben, das wollen wir unbedingt aufrechterhalten, und sind wir auch ziemlich stolz darauf. Wenn man sich jetzt das neue Logo einmal anschaut, dann sieht man, dass es ja aus drei Elementen besteht. Wir haben oben als Absender den Handballclub Erlangen. Auch hier hat Carsten ein bisschen schon gesagt, das ist unsere Keimzelle. Unsere Spieler wohnen dort, wir trainieren dort. Unsere ganzen Jugendmannschaften, alles findet in Erlangen statt. Der HC, dieses Blau-Rot, das ist unsere Marke. Der HC, das ist unsere Einzigartigkeit und bleibt sie auch. Und dann habe ich immer von der Identifikation gesprochen. Hier wollen wir eben die Metropolregion Nürnberg mitnehmen, denn hier spielen wir und für die Zuschauer der Metropolregion spielen wir. Also daraus ist unser Logo entstanden. Also wie gesagt, auf den ersten Blick relativ unspektakulär, aber es ist eben doch eine ziemlich schöne, einzigartige Sache in der Handball-Bundesliga. Und nicht nur die Profimannschaft wird mit diesem Logo auflaufen die nächsten Jahre, sondern auch alle Jugendmannschaften bis runter zu den kleinen Schülermannschaften. Denn das war uns auch ganz besonders wichtig, dass es ja früher immer diese Trennung zwischen Bundesliga und dem Verein gab. Also wir wollen hier einheitlich auftreten, und auch unsere Talente kommen ja allesamt aus der Metropolregion. Und deswegen sind wir der Meinung, mit dem jetzt neuen Logo, das wir Ihnen hier präsentieren dürfen, einen sehr, sehr guten Weg gefunden haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Marc. Lieber Staatsminister Herrmann, lieber Joachim, wir sind aus Erlangen gemeinsam rausgekommen in den letzten 7 Jahren, weit darüber hinaus in der Metropolregion, einziger Handballverein in Bayern. Wie gefällt dir das? Mir gefällt das super gut. Du hast es angesprochen. Die Erfolgsgeschichte beruht darauf, dass ich damals auf die Idee gekommen bin, dass du das jetzt in die Hand nehmen solltest. Und daran erkennen Sie wieder, Personalentscheidungen sind letztendlich mit die wichtigsten überhaupt. Ja, und dazu stehe ich uneingeschränkt. Ich habe es auch bislang nicht bereut. Nur die Behauptung, dass ich mit Fußtritten gearbeitet hätte, die ist natürlich wiederum völlig aus der Luft gegriffen. Meine Damen und Herren, ich kann nur sagen, ja, der Name HC Erlangen bleibt erhalten, und das ist auch richtig so. Und ich denke, man sollte zur Tradition des Vereins auch stehen. Es ist ja auch kein Name von, was weiß ich, irgendeinem kleinen Gutdorf. Es ist der Name einer stolzen Stadt mit Weltgeltung in puncto Siemens, in puncto Universität und dergleichen. Aber ich freue mich auch, dass man nach sorgfältiger Abwägung verschiedener Alternativen sich klar dafür entschieden hat, dass jetzt Metropolregion Nürnberg hier mit in das Vereinslogo aufgenommen wird. Und damit natürlich eben auch eine klare Botschaft verbunden ist. Ja, dieser Verein hat es natürlich auch mit seiner Erfolgsgeschichte und dem Spielort Nürnberg in der dortigen Arena jetzt schon geschafft, zum
ja, Handballclub der Region zu werden. Natürlich gibt es viele andere aktive Handballer in der Region auch, aber dieser Handballclub ist der Handballclub in der Region. Und in der Tat zeigen ja schon allein die Zuschauerzahlen in der Arena, dass da längst sich viele Menschen außerhalb Erlangens und auch außerhalb Nürnbergs dafür begeistern. Deshalb eine klare Botschaft, Handballclub Erlangen, Metropolregion Nürnberg. Ich begrüße diese Entscheidung sehr. Und ich glaube, das ist auch die richtige Grundlage für eine, wie ich hoffe, sehr erfolgreiche nächste Saison 2017, 2018. Erste Bundesliga. Ich bin sicher, dass der Handballclub auch in der neuen Liga eine ganz starke Rolle spielen wird. Und ich wünsche dem HC Erlangen, Metropolregion Nürnberg, viel Erfolg. Vielen Dank. Auch ich bin mir übrigens sicher, dass er eine gute Rolle spielen wird. Flo, du wärst nicht wirklich glücklich gewesen, oder, wenn wir uns HC Nürnberg genannt hätten? Ich glaube, da wären viele nicht glücklich gewesen, vor allem die ganzen Spieler, die ganzen Jugendlichen, die in Erlangen trainieren, die da Handball spielen und die sich dann bei allem Respekt für unsere in der Nachbarschaft liegende Stadt, die sich dann HC Nürnberg, ich glaube, das wäre ein Identifikationsproblem gewesen für die Nachwuchsarbeit, ja, für die Basisarbeit, die der HC Erlangen ja neben seinem unglaublichen sportlichen Erfolg nach wie vor macht. Und was heißt da nach wie vor macht? Nach wie vor ausbaut und mittlerweile auch unglaublich erfolgreich macht. Für uns geht der HC Erlangen Metropolregion Nürnberg jetzt den Weg, den die Stadt Erlangen ja auch schon gegangen ist. Ja, wenn Sie auf unsere Autobahnschilder schauen, da steht Stadt Erlangen in der Metropolregion Nürnberg. Wenn Sie auf unsere Visitenkarten schauen, dann steht da Stadt Erlangen in der Metropolregion Nürnberg. Warum? Weil wir schon lange erkannt haben, als Städte, als Landkreise in dieser Region, es bringt uns nichts, ja, wenn wir miteinander konkurrieren in allen Feldern, sondern wir müssen, weil wir international sichtbar sein wollen, weil wir den Standort international zeigen wollen, müssen wir kooperieren und zusammenarbeiten. Für uns ist das Bekenntnis zur Metropolregion Nürnberg kein Abkehr von unserer eigenen Stadt. Und wir tun das seit Jahren mit großem Selbstbewusstsein und merken auch, dass das zunehmend in der Welt außerhalb der Metropolregion Nürnberg auch genauso wahrgenommen wird. Und insofern ist es ein schöner Tag, wenn wir sehen, dass der HC Erlangen genau diesen Weg auch gibt, seine Wurzeln nicht verrät und sagt, Erlangen, da kommen wir her, da sind wir auch weiterhin stark und präsent. Und wir sind es auch in Nürnberg, in der ganzen Region. Ich meine, mittlerweile ist der HC Erlangen, das ist der stärkste Botschafter der Stadt Erlangen in der Republik. Das muss man einfach so sehen. Und er ist eben nicht nur Botschafter für Erlangen, sondern er ist Botschafter für die gesamte Region. Die Fans kommen daher, die Sponsoren kommen daher. Wenn man bei den Heimspielen über die Parkplätze läuft und einfach mal schaut, wo kommen denn die Leute her? Das ist ein Verein, der die ganze Region begeistert für den Handballsport. Genauso wie wir in anderen Sportarten Vereine haben, die ganze Region für ihren Sport begeistern. Auch die Anhänger vom Club kommen ja nicht alle nur aus Nürnberg und auch nicht alle Greuther Fürth-Fans kommen nur aus der Stadt Nürnberg und auch nicht alle Fans der Brose Baskets kommen nur aus Bamberg, sondern all die kommen aus unserer ganzen Region. Wir sind eine wahnsinnig erfolgreiche Sportregion und ich glaube, HC Erlangen, Metropolregion Nürnberg, das drückt das aus, was den Handballsport bei uns ausmacht. Eine Verankerung in der Stadt, die auch so bleibt, die wir auch noch ausbauen werden in den nächsten Monaten und damit wirklich ein Aushängeschild, ein Leuchtturm für die ganze Metropolregion. So arbeiten wir in der Region zusammen und ich freue mich, dass der Handball in genau der gleichen Art und Weise da mitschwingt und mitklingt. Und das können wir auch untereinander in den Städten nicht nur gut ertragen, sondern es ist genau der Weg, den wir auch untereinander gehen. Insofern herzlichen Glückwunsch zu der neuen Marke und vor allem viel Erfolg in der ersten Liga auch in der nächsten Saison. Vielen Dank. Durch den neuen Fernsehvertrag, der uns ja gewährleistet, dass jedes Spiel sowohl auf Sky live übertragen wird, als auch in der Nachverwertung, nachdem wir jetzt nun der einzige bayerische Handballverein sind, auch in den Öffentlich-Rechtlichen immer wieder vorkommen, wird natürlich auch Nürnberg jetzt noch weiter durch uns profitieren.
was wir gerne machen, denn wir haben ja auch eine tolle Gastgeberschaft, der Management der Arena und der Stadt. Ja, fühlen Sie sich mit uns wohl, Herr Xell? Muss ich da irgendwo drücken? Nee. Natürlich fühle ich mich wohl, wenn ein erfolgreicher Verein in Nürnberg spielt, aber ich will dieses ganz klar heute, dass ich hier auf dem Podium mitsitze, nicht als Signal verstanden wissen, dass wir jetzt so ein schleichendes Abwerben machen, sondern das ist ganz klar das Signal, wir haben unsere Rolle als der Namensgeber für die Metropole so definiert, dass wir versuchen, die Infrastruktur, die wir vorhalten, für die Metropolregion auch nutzbar zu machen. Das haben wir in der Vergangenheit übrigens auch schon im Sportbereich anderweitig gemacht. Ich erinnere an das Beispiel Leichtathletik mit LHC Quelle Fürth, als es die noch gab. Und das wollen wir beim Handball genauso machen. Also klares Signal, wir sind die Stadt, die sich durchaus für die Region engagiert mit Infrastruktur, die alle anbietet, was weiß ich, rund um die Messe oder was man auch anderes mit Eishockey und sonst wo anbieten, in Nürnberg sich zu engagieren, aber mit ihrer lokalen Identität. Das ist also die klare Botschaft heute. Hier ist kein Abwerbeversuch und insofern haben wir auch kein Problem, hier gemeinsam zu sitzen, Janik. Was ich vielleicht noch für die Zukunft andeuten will, wir hatten ja eine ganze Menge Gespräche mit der Geschäftsführung und waren auch von vornherein mit eingebunden und der Weg ist sehr, sehr positiv. Er sollte seine Fortsetzung auch konsequent als Vereinsführung in der Nachwuchsarbeit finden. Wir haben in der Region ganz hervorragende Nachwuchsarbeit und ich kann an den Verband und an die Verantwortlichen nur appellieren, das auch zu bündeln. Es gäbe auch die Möglichkeit, hier in Nürnberg noch mit der Eliteschule zu arbeiten, sodass wir im Handball eigentlich eine sehr, sehr gute Basis haben, die wir für die Zukunft vielleicht mal dahingehend bringen, dass der HC Erlangen sowas wie Handewitt oder sonst was auch auf Augenhöhe begegnen darf. Das wäre ein Riesenziel und das würde uns alle ganz, ganz freuen. Aber dazu müssen wir auch in der Nachwuchsarbeit in Franken gut zusammenarbeiten. Das Angebot aus Nürnberg sollte dazu stehen. Vielen Dank, Herr Xell. Wir haben es auch nicht als Abwerbeversuch verstanden. Wir würden uns auch nicht abwerben lassen im Übrigen, sondern wir sehen uns schon als souverän und treffen unsere Entscheidungen dann ganz am Ende doch in unseren Gremien. Aber ich kann es zurückgeben, ich wiederhole es auch nochmal, wir fühlen uns in Nürnberg sehr wohl, ohne zu übersehen, dass wir ein Erlanger Verein waren und sind. Wir haben uns ja bewusst für die Metropolregion entschieden, Herr Krauder, weil wir gesagt haben, wir wollen keine Polarisierung auf Nürnberg oder Fürth haben und wir sehen eben das Gebiet als ideal an, denn das ist tatsächlich das Gebiet dessen, wo unsere Zuschauer herkommen. Und nachdem Sie dieselbe, nämlich die Metropolregion, vertreten, an die Frage an Sie letztlich, wir sind der erste Profiverein meines Wissens, der sich doch nach außen auch klar zur Metropolregion bekennt. Was sagt man aus Sicht der Metropolregion dazu, dass wir jetzt in den Logos der stärksten Liga der Welt im Handball überall, und das wird ja überall veröffentlicht, die Metropolregion Nürnberg bundesweit und darüber hinaus auf unserem Herzen tragen, so muss man es ja fast sagen. Ja, vielen Dank. Alles andere als restlose Begeisterung wäre an der Stelle an der Grenze zur Unverschämtheit. Insofern grüße ich Sie herzlich und ich freue mich, dass hier fast mehr los ist als beim Sparkassentag, der zur gleichen Zeit in Erlangen stattfindet. Also Sie setzen die Schwerpunkte möglicherweise tatsächlich richtig und ich hoffe, die Geschichte, die wir Ihnen erzählen, interessiert Sie dann wirklich. Aber davon gehe ich aus. Was wir heute erleben, ist in der Tat unspektakulär, spektakulär. Und damit ganz in der Philosophie des HC Erlangen. Ich hätte auch mit die Fackelmänner leben können, wenn ich meine Funktion als Landrat im Nürnberger Land mit ansehe. Ist wahrscheinlich in Erlangen nicht ganz mehrheitsfähig. So war bei den Gesprächen nicht dabei, aber vermutlich nicht ganz einfach. Insofern schlüpfe ich in die Rolle, und das heißt wirklich so, Ratsvorsitzender der Europäischen Metropolregion Nürnberg. Hat ein bisschen was Sperriges in sich, aber ich glaube am Ende ein spannender Verbund und Verein. Vielleicht gestatten Sie mir zwei Sätze, wer wir sind. Wir sind zunächst mal eine sehr, sehr gute Idee und am Ende ein freiwilliger Zusammenschluss von 23 Landkreisen und 11 kreisfreien Städten. Und die Erstreckung, die Gebietskulisse zieht sich vom südthüringischen Sonneberg bis nach Weißenburg-Unzenhausen und im Westen vom Landkreis Kitzingen bis an die Grenzen der Tschechischen Republik. Und in dem Bereich leben 3,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger.
Und unser Bruttoinlandsprodukt beträgt um die 130 Milliarden Euro pro Jahr. Also durchaus auch eine wirtschaftlich bedeutsame Einheit. Ich denke auch mit Blick aufs gesamte Bundesgebiet. Und wir haben uns aufgemacht, ein bisschen mehr über uns zu erzählen. Die Menschen, die noch mehr verstehen von Marke und von Sichtbarkeit, beschreiben unsere Region als Leistungsriesen, aber leider Wahrnehmungszwerg. Und aus dem Grund wollen wir im Bereich der Kampagne und der Arbeit an unserem Image deutlich mehr tun als vielleicht bisher. Und wenn dann ein solcher sportlicher Leuchtturm, und das muss man sich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, bester Handball in mindestens Bayern kommt aus Erlangen und Nürnberg, dann freuen wir uns, wenn so ein sportlicher Leuchtturm mit nach internen Debatten, die garantiert extrem schwierig sind, Namen, Logo-Debatten, die sind mit am schwierigsten, weil jeder dazu eine Meinung hat und jeder sich dazu gern positioniert, nach langer Debatte entscheidet, wir wollen in unserem Logo die Metropolregion Nürnberg unten aufscheinen lassen, dann sehen Sie einen restlos zufriedenen Ratsvorsitzenden. Das wird Ihnen vermutlich am Ende egal sein. Aber für unsere Region ist es ausgesprochen wichtig. Und deswegen bedanke ich mich bei den Vorständen, bei den Mitwirkenden in ihren Gremien, die nach einem aus meiner Sicht von außen wahrgenommenen hochprofessionellen Prozess zu dem Ergebnis gekommen sind. Solche Debatten können öffentlich zerfledern, da kann es bösen Streit geben. Das ist alles nicht passiert. Ich habe das wirklich professionell hinbekommen. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Wir bedanken uns für die jetzt erst beginnende Kooperation. Jetzt geht es ja erst los. Wir wollen im Jahr 2018 als Jahresthema verwenden, Metropolregion in Bewegung, natürlich mit Blick auf die großen sportlichen Ereignisse. Aber auch da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, mit dem HC Erlangen zusammen in weitere Kooperationen einzusteigen. Wir strecken da weiterhin unsere handfreundlich aus und freuen uns, wenn sie dann angenommen wird. Und wir versuchen gemeinsam den Handballsport und die Metropolregion gemeinsam bekannter zu machen. Wir wünschen dem HC Erlangen nach der bisher wirklich atemberaubenden Performance, die ihr hingelegt habt, für die nächsten Jahre den verdienten Erfolg mit Blick auf zwei wichtige Dinge, mit Blick auf die Nachwuchsarbeit und mit Blick auch immer auf die Finanzen. Das möge euch gelingen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Krauder. Vielen Dank, meine Herren. Damit erkläre ich nicht nur den ersten Teil, jedenfalls, wenn Sie keine Fragen haben, dazu haben Sie gleich Gelegenheit, für beendet, sondern auch die Diskussion um den Namen des HC Erlangen. Dann ist es ja die Nachricht, du lachst jetzt, das bleibt jetzt, das ist ein abschließender Beschluss des Aufsichtsrates beim HC Erlangen. Wir haben jetzt lang genug Gespräche geführt mit allen Beteiligten. Es bleibt beim HC Erlangen. Wer darüber spekuliert, der macht eher eine Art Kabarett als ernsthafte Sport- und Namenspolitik. Und das Logo wird geändert. So ist der Stand der Dinge, auch als Zeichen, wie gesagt, nach außen. Ich habe nur gelacht, weil es in der Politik ist meistens so, wenn irgendjemand eine Diskussion für beendet erklärt, dann geht es erst richtig los. Aber hier aber wir sind ja im beim Sport. Beim Handball ist natürlich anders. Also die Politik und der Sport hat ja bekanntlich nichts mit Politik zu tun. Soll ich sie veröffentlichen? Okay. Vielen Dank. Haben Sie Fragen? Keine Fragen? Höllein vom Fränkischen Tag in Bamberg. Jetzt muss man trotzdem mal die Frage stellen, auch an die Politik in Erlangen, auch wenn gerade betont wurde, dass beides hat nichts miteinander zu tun. Der Handballstandort Erlangen war ja auch vor der letzten Kommunalwahl durchaus ein Politikum. Und die Entscheidungen gegen eine Halle in Erlangen wird sicherlich beim HC Erlangen nicht besonders auf Gegenliebe gestoßen sein vor ein paar Jahren. Muss man jetzt im Umkehrschluss, was sich jetzt entwickelt hat, trotzdem ein bisschen sagen, Chance vertan auf Erlanger Seite, das Aushängeschild noch mehr an sich zu binden, auch wenn jetzt immer wieder betont wurde, wie man halt auf die, wie man der Metropolregion Rechnung tragen möchte. Also ein bisschen verschnupft wäre er schon gewesen sein, wie das vorher war, beziehungsweise die Politik in Erlangen sich auch sagen, naja, vielleicht hätte man da vielleicht schon ein bisschen eher aktiv werden müssen. Also wir haben in Erlangen uns nach einer langen Diskussion dazu entschieden, nicht in eine
die eierlegende Wollmilchsau-Hallenlösung zu bauen, die auf dem Tisch lag. Und ich glaube, das war eine sehr gute Entscheidung. Weil wenn ich mir heute die Entwicklung anschaue, die der HC Erlangen genommen hat, dann wäre ja schon bei Eröffnung diese Halle in Erlangen nicht mehr in der Lage gewesen, den unglaublichen Zuschaueranstrom, den der HC Erlangen mittlerweile hat, aufzufangen. Ich glaube, man muss der Realität da ins Auge sehen. Wenn man Profisport unterbringen möchte, dann braucht man eine Sportarena, genauso wie das die in Nürnberg ist. Jetzt kann man sagen, dann bauen wir die halt in Erlangen. Das wäre die Alternative, zu sagen, wir bauen eine echte Sportarena ohne Wenn und Aber für den Handball. Ich sehe aber in den nächsten Jahren nicht, dass wir uns das als Stadt finanziell erlauben können, in dem Bereich zu investieren. Und ich glaube, dass der HC Erlangen auch eine sehr gute Heimat gefunden hat, dort, wo er jetzt spielt. Und dass die Fans auch aus Erlangen das wahnsinnig gut annehmen. Klar gibt es immer welche, die sagen, wäre noch schöner. Und in dem Land der Träume würde ich auch sagen, ja klar, ja, wenn Geld keine Rolle spielt, dann wenn jemand auftaucht, der uns, wie es in Bamberg ja gerade diskutiert wird, eine neue Halle für Millionen von Euro hinstellt, die Fläche werden wir mit Sicherheit finden dafür. Aber aus städtischer Sicht jetzt zu sagen, wir investieren in eine neue, also überhaupt in eine Sportarena in der Größenordnung in der Stadt, das sehe ich in den nächsten Jahren nicht. Und ich ergänze es dahingehend, das war ja die zweite Hälfte, dass wir natürlich damit nicht glücklich sind. Das habe ich immer wieder gesagt. Aber wir nun über viele Jahre unsere Meinung immer wieder kundgetan haben und jetzt mit den Gegebenheiten arrangiert haben und die Situation jetzt nun so ist, wie sie ist. Sie hat sich weiterentwickelt, sie hat sich hingeentwickelt zur Metropolregion. Das ist übrigens auch ein Signal daran, dass wir uns damit nunmehr arrangiert haben. Und deswegen ist es aus heutiger Sicht nachzuvollziehen. In der Vergangenheit hätten wir uns sicherlich anderes gewünscht. Herr Groder, Ihr Verband ist ja eigentlich, wenn ich das jetzt alles so mir anhöre, der große Gewinner dieses Entscheidungsprozesses. Sie sind mit der Metropolregion in einem Logo. Sie tauchen urplötzlich bei einem erfolgreichen Handballverein auf. Ist das jetzt ein gegenseitiges Geschäft, dass die Metropolregion auch Sponsor ist beim HC Erlangen, also dass Geld an den HC Erlangen fließt? Oder bekommen Sie das alles für lau? Also man muss im Leben auch mal Glück haben. Ich persönlich habe dazu nichts beigetragen und Geld fließt, soweit ich weiß, der Herr Wennemann ist mit dabei von der Geschäftsstelle, kann mich gern korrigieren, Geld fließt auch nicht. Insofern, es fließt kein Euro, das kann ich gar nicht bestätigen. Also, dann haben wir da einen kleinen Informationsstand. In der Tat glaube ich aber trotzdem, dass wir mit den beiden Marken HC Erlangen und Europäische Metropolregion Nürnberg, die ja von uns auch selbst mit einer groß angelegten Kampagne, die Sie vielleicht schon mal kennen, gesehen haben mit dem aufgestreckten Armen willkommen und so weiter, dass wir da in der Kombination voneinander profitieren bei der Wahrnehmbarkeit. Waren wohl auch Überlegungen in Erlangen, dass der Name, der weltweit funktioniert, bei allem Respekt vor Erlangen, dass es klar formuliert ist, aber der Name, der weltweit funktioniert, ist Nürnberg. Deswegen heißen wir auch Europäische Metropolregion Nürnberg und nicht etwa Nordbayern oder andere Debatten, die wir auch intern hier und da mal hören dürfen, manchmal auch müssen, sondern solange ich da was zu melden habe, bleibt es bei Europäische Metropolregion Nürnberg. Und die beiden Kombinationen, die Begriffe werden, glaube ich, in einer großen Kampagne funktionieren. Also gezahlt haben wir nichts. Darum heißt sein Landkreis ja auch Nürnberger Land und nicht Laufhersburg-Altdorf. Ja, genau. Ausrufezeichen. Oh Gott. Ist die Namensdiskussion jetzt eröffnet? Ich bin erledigt. Okay. Norbert Höhn vom Bayerischen Handballverband. Eine ganz, ganz, ganz kleine geschichtliche Verbesserung. Die HG Erlangen ist damals nicht gegründet worden, weil die CSG so übermächtig war. Die CSG war damals ein super Verein in der Jugendarbeit. Der Innenminister wird es bestätigen können. Damals deutscher Meister. Hat er da mitgespielt? Bitte? Das wusste ich gar nicht, dass er mitgespielt hat. Ich bin nur für die Bestätigung historischer Wahrheit zuständig. Ja, es geht nicht um Spielergebnis. Ja, ich sehe niemanden, der mitgespielt hat im Moment. Die HG, das kann ich deswegen sagen, weil ich
zum Abschluss eines Gespräches mit Ed Benisch frustriert festgestellt habe, dass einmal der Turnerbund in der Bayernliga ist und im nächsten Jahr der TV und rauf und runter. Und ich wollte einfach damit sagen, es wäre schön, wir hätten mal auf Dauer eine Mannschaft in der Bayernliga. Und wenn ich sehe, was heute daraus geworden ist, dann kann ich nur sagen, darauf können wir alle zusammen stolz sein. Ja. Vielen herzlichen Dank. Und man darf ja nicht vergessen, wir haben uns an das, was Sie damals geschaffen haben, 2001 und vorher versucht, trotz alledem zu halten, auch wenn die Strömungen natürlich jetzt viel, viel anders und viel weiter sind als damals. Aber ein bisschen Historie bleibt ja nun dabei oder ein großes Stück. Nachdem morgen selbst die beiden, übermorgen selbst die beiden Sparkassen fusionieren, ne, Sie sehen also. Eine gigantische Entwicklung. Wäre übrigens der nicht. Erlangen-Höchstadt und so weiter. Ja. Die Nürnberger müssen sich nicht immer angesprochen fühlen. Ich habe es auch so verstanden. Darf ich noch kurz eine reine Verständnisfrage stellen, Herr Bissel? Sie sind also künftig auch bei der Deutschen Handballliga gemeldet als HC Erlangen Metropolregion Nürnberg. Also bei der Deutschen Handballliga sind wir gemeldet. Es wird sehr unspektakulär, unsexy wirken als Pro-HC Erlangen Netzwerk für Spitzenhandball GmbH und KKG. Das ist nämlich unsere Trägergesellschaft, die wir übrigens damals bewusst so gewählt haben, so sperrig, um sie abzugrenzen zur alten, maroden und dann später in Insolvenz gegangenen Gesellschaft unserer Vorgänger. So sind wir dort gemeldet und die Handballliga verwendet unser Logo. Überall, wenn Sie das mal beobachten, auf allen Seiten, aber auch bei allen Wettbewerben, bei allen internationalen Wettbewerben, wo die Liga erwähnt wird, nicht den Namen. Und bei diesem Logo in der Tat ist immer die Metropolregion Nürnberg dabei. Die Meldung erfolgt nicht als HC Erlangen, sondern die erfolgt unter dem, ich sage das jetzt mal, Firmennamen. Da kann ich, wenn ich jetzt mal für die Kollegen aus dem Print sprechen darf, ja froh sein, dass Sie den Namen gewählt haben und nicht den von der HBL, weil der wird Ihnen keine Überschrift geben. Ja, auch das. Kluge Leute hier unterwegs. Es ist ein wirklich langer Prozess gewesen und ich sage Ihnen eins, ich bin wirklich froh, dass wir ihn beendet haben. Wir haben ihn versucht nach außen nicht groß. Der Kollege Böhm bei Ihnen hat es immer wieder mal versucht, verzweifelt. Aber wir haben ihn versucht, nicht so groß nach außen zu diskutieren. Und ich bin froh, dass wir alle jetzt zufriedenstellen können. Ich will nochmal sagen, alle 70, die anwesend waren, waren damit einverstanden. Alle. Ob aus Nürnberg, Hersbruck. Ich habe mit den Fanclub-Vorsitzenden, mit den Oberbürgermeistern, mit dem Minister gesprochen. Alle waren damit einverstanden. Das ist ein Kompromiss, glaube ich, der uns großen Frieden, großen Rückhalt und auch eine gute Zukunft geben kann und wird.